Sehr geehrte Damen und Herren, an was denken Sie, wenn Sie das Wort Held hören? Denken Sie an Superhelden, so wie Superman? Oder denken Sie vielleicht an Ärzte und Feuerwehrmänner? Superhelden können in Kinofilmen eine ganze Stadt beschützen, wogegen Ärzte das Leben von Menschen im realen Leben retten können. Als Helden gelten allgemein jene Personen, die etwas radikal verändern können. Personen, die andere in einer schwierigen Situation helfen können. Doch einzelne Helden haben die allerschlimmsten Entwicklungen der menschlichen Geschichte, wie zum Beispiel Weltkriege oder Pandemien, nicht verhindert. Dafür mussten alle Helden sein. Dafür mussten sich alle zusammenschließen und gemeinsam dagegen kämpfen. Mit wenigen Worten, was wir brauchen, sind nicht starke Individuen, sondern solidarische Gesellschaften. Solidarität statt absolute Individualität. Besonders anschaulich ist in diesem Fall die Geschichte der Frauenrechte. Γυναίκες αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια εναντίον των διακρίσεων εις βάρος τους. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν κερδίσει ακόμα ολοκληρωτικά τον αγώνα τους. Διάφορα συλλογικά κινήματα επιχείρησαν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Όχι όμως πάντα με την επιθυμητή κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν πολλά ατομικά παραδείγματα. Η Μαλάλα Γιουσάφτσαϊ αντέδρασε στην καταπίεση και πυροβολήθηκε. Παρ' όλα αυτά, ύψωσε το ανάστημά της και συνέχισε. Αυτή είναι η ηρωίδα. Όχι μόνο επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματά της, αλλά κυρίως επειδή επηρεάζει την κοινή γνώμη και συσπηρώνει. Gleichberechtigung. Dass dieses Wort die Rechte der Männer und Frauen früher beschreiben konnte, kann man sicher nicht behaupten. Doch wie sieht es heute aus? Das kann ich Ihnen beantworten. Frauen mussten sehr lange für ihre Rechte kämpfen, von denen sie jetzt auch viele haben. Doch kann man hier und jetzt überall von Gleichberechtigung reden? Es gibt in so vielen Ländern immer noch Frauen, die nicht wissen, welche Rechte sie haben, weil sie nichts anderes gewohnt sind, als zuzuhören und zu machen, was ihnen gesagt wird. Die Frage wäre, können einzelne Personen dabei etwas ändern? Werden in diesem Fall Helden und Heldinnen gebraucht? Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Σε χώρες, σαν τη Σαουδική Αραβία, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να βγαίνουν έξω μόνες τους από το σπίτι, χωρίς τη συνοδεία του συζύγου ή ενός άντρα συγγενή τους. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά στην Αυστρία. Είναι εδώ όντως καλύτερα από ό,τι σε άλλες χώρες? Εγώ θα έλεγα ναι. Ναι, πραγματικά είναι εδώ καλύτερα από ό,τι σε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κατακτηθεί η ισότητα παντού. Betrachten wir also jetzt den Status der Frauen in einem sehr modernen und demokratischen Land wie Österreich. Nach Angaben von Statistik Austria werden Frauen für dieselben Leistungen im Durchschnitt 15% weniger bezahlt als Männer. Dies geschieht nach so vielen Kämpfen von Frauen wie den Suffragetten oder einzelnen Feministinnen des 20. Jahrhunderts, die man üblicherweise alle als Heldinnen bezeichnet. Man wird sich jedoch nicht lange über diese Situation wundern, wenn man sich daran erinnert, wann Frauen in Österreich das Wahlrecht gewonnen haben. Dies geschah nämlich im Jahr 1918. Noch später wurde das Frauenwahlrecht in anderen europäischen Ländern erlangt, wie zum Beispiel in Italien 1946 oder in der Schweiz 1971. Bevor wir uns also mit dem befassen, was in Saudi-Arabien passiert ist, oder ob einzelne Personen oder Kämpfe solche Situationen verändern können, fragen wir uns doch, warum heute noch in modernen Ländern die Frauen immer noch nicht dieselben Rechte genießen auf dem Arbeitsmarkt. Letztes Jahr haben meine Freunde und ich ein Projekt über Frauenrechte durchgeführt und einige Leute auf der Straße gefragt, was sie denken, wie die Frauendiskriminierung angefangen hat. Die meisten von ihnen antworteten mit einer dieser beiden Theorien. Einige schrieben die Diskriminierung der Frauen den ersten Religionen zu, die Frauen für alles Leid der Menschheit verantwortlich gemacht hätten. Οι θρησκείες απέδωσαν δηλαδή την καταπίεση των γυναικών στη θεία βούληση.
Έτσι, η μητριαρχία των πρωτόγονων λαών ξεπεράστηκε από θρησκείες με τις οποίες οι άντρες οφείλουν να έχουν την κυρίαρχη θέση στην κοινωνία. Η καταπίεση των γυναικών θεσμοθετήθηκε ώστε να διατηρηθεί η δομή της εξουσίας. Στο Μεσαιώνα, κάποιες γυναίκες κατηγορούνταν από την επίσημη εκκλησία ως μάγισσες. Αργότερα, αν η γυναίκα είχε άποψη, αποκαλούνταν φεμινίστρια, ενώ ένας άντρας με ισχυρή προσωπικότητα ήταν πραγματικός άντρας. Anderer Meinung nach begann die Frauenunterdrückung schon in der prähistorischen Zeit. Im Neolithikum erfolgte die Rollenverteilung angeblich automatisch. Die Frau wurde seitdem als verantwortlich für die Erziehung der Kinder gesehen, wohingegen der Mann als Hüter der Familie galt. Das war die Folge einer Veränderung in der Ökonomie. Die Frau verlor nämlich ihre Rolle in der Produktion nach der Einführung der Landwirtschaft und der Erzeugung eines Überschusses. Seitdem wurde sie als Kinderbarriere angesehen. So erklärte Philosoph Friedrich Engels die Geschichte der Geschlechtsrollen. Wenn eines der am meisten beschämenden sozialen Probleme so alt ist und so tief in menschlicher Denkweise verwurzelt, denken Sie, dass einzelne Helden oder Heldinnen etwas daran ändern können? Τους υπέρας μαϊνε ότι δεν χρειαζόμαστε ήρωες, αλλά μια κοινωνία ενημερωμένη και αποφασισμένη να αλλάξει. Grundlegende soziale Veränderungen liegen nicht in der Hand von Individuen, sondern verlangen engagierte Gesellschaften und radikale Transformationen in ihre Strukturen. Und solange uns Solidarität fehlt, werden uns Helden und Heldinnen auch nichts bringen. Nicht hier und auch nicht in Saudi-Arabien. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Danke für eure Aufmerksamkeit.